Dude! Photon, Junge! Oh, das sieht dich. Er will die Box! Butter. Okay, weiter. Also, das war wirklich ganz schön knapp. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Ligarennen der MXL. Wir melden uns heute von der Insel. Großbritannien steht auf dem Programm. Mit dabei Chefingenieur Hunze. Na moin. Und der Knitti. Hallo na. Ja, also liebe Leute, das Qualifying war regnerisch mit abtrockener Strecke. Ich auf Platz 6, mein Teamkollege leider auf der, korrigiere mich, 15? Jo. Ist ja mega scheiße. Und ja, also Regen soll es hier auch geben und zwar erst im Schlussakkord. Also, ja, ich würde sagen, das wird lustig. Regenrennen in Silverstone ist immer was Besonderes. Und ja, da würde ich sagen, viel Vergnügen, viel Spaß und ja, und so weiter. Oma den. Weiter, Knitti, weiter, weiter. Das Auto will reinstechen, mal. Hä? Der wird reinstechen, sagte ich. Ja, tut er. Oh, okay. Scheiße. Ja, lass ihn. Der wird rot reiben. Ich muss mir aber den Hauptpunkt vom Hals halten. Ja, versucht dran zu bleiben einfach. So ein bisschen. Die werden jetzt hier alle erst ballern. 100 Pro. Wollen sie ruhig. Das werden sie am Ende bauen. Mach den Fehler nicht. So, Knitti, ich hab's dir gesagt, die werden scheiße starten. Ja. Wortwörtlich. Ja. Timo und Levox sind 18 und 19. Oh je. Ich sag, bleib einfach so dran zu bleiben. Sasuke wird jetzt alles geben mit seinen roten Reifen, weil er gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich frage mich, warum er die roten Reifen genommen hat. Weil warum? Ist egal. Ja, ist egal, du hast es nicht gemacht. So einfach dran zu bleiben. Zumindest, dass du ab der dritten Runde immer noch im DS-Fenster bist. Bis dahin kannst du ruhig ein bisschen ERS ballern, damit du dranbleiben kannst. Weil dann kannst du ja wieder sparen. 93 habe ich noch. Ja, ja, sehr gut. Flügelschaden habt ihr nicht, ne? Alles, alle. Nee. Durch. Ich habe keine Berührung gehabt. Gut. Nur eine kaputte Grafik, sonst nichts. Naja, Wayne. Ja, er ballert hinter dir. Oder? Drück. Au, au, au. Das war aber mutig, Kollege. Na, so, da macht wieder auch Papa Reiter, der will nach vorne. Wenn er fällt, dann schreit er. Oder wenn er crasht, schreit er. Na egal. Zurück zum Thema. Keep your head down, the race come to us. Heute Nerf. Julio, was? Oh, ihr Kalabamba! Was? Alter, das war echt knapp. Alter, Karamba. Was ist los? Mein Herz, Alter. Alter, was wollten El Spucko machen? Ich weiß nicht, das war mein Herz auf jeden Fall. Jetzt ist gecrasht. Egal, weiter geht's. Oh ja. Und ballern. Hat der Fenster offen? Nein. Nein. Und ballern, 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 ballern. Okay, ausmachen. Ja. Sehr schön, Knitti. Geht nein. Okay, der hat Bock. Geht nein, sehr schön. Weiter geht's. Mach den schönen Druck, den Jelka. Jawohl. Spar ein bisschen. Ja, genau. Lol, kommt ja aber mehr.
Ich hab mein Auto gerade gefangen. Ach so, okay. Das kannst du gleich positionieren für die Geraden dann. An euch beiden zumindest. So, Jelka, stell dich mal drauf ein. Gleich wirst du von mir überholt. Und rücken. Und rechts vorbei, kann auch erstmal. Oh, der ist jetzt kein ERS mehr. Oh Mann, ey. Das ist aber very, very early in the race. You see. Oh. Ja, ich habe mir ein bisschen ablenken lassen, muss ich ehrlich gestehen. I see. Fahr einfach deine Linie, lass dich nicht irritieren. Fahr deine Linie. Okay. So, mach zu. Ja, ich war. Okay, ja, ansonsten hat's gecrashed. Alter, mach. Jelka, bist du irre? Box doch nicht uns nicht beide aus dem Rennen. Pass auf, der auch noch eine Idee. Rechts, genau. Bleib rechts. Ja. Bleib rechts, drück ein bisschen raus. Damit er keine Luft hat. Bleib rechts. Nee, der verstanden. Alter, der ist doch brutal, der Typ, ey. Ja, ich würde knall die Tür zu machen. Ich bin da so. Der zieht ab, ja. Nix da. Das drücken. Bin dabei. Weil er hat nichts mehr. Der ist alle. Die ist empty. Boah. Jungs, also echt, ey. Meine Güte. So, Knitti, deine Chance ranzukommen. Du fährst gleich rechts. Orientier dich mehr Richtung rechts schon mal. So? Ja, okay. Jetzt ist wieder deine Linie, damit du Kurve kriegst, vernünftig. Okay. So, und du fährst jetzt deine Pace. Er muss jetzt erstmal gegen Photon hinten erstmal kämpfen. Okay, gut. Konzentriere dich jetzt auf der Linie und nicht auf den Rückspiegel. Leichter gesagt als getan. Naja, ich habe den Rückspiegel im Auge. Alles gut. Right. Ja, schon mal verkackt. Ja, der ist raus. He's bad. Der einzige, der jetzt hier gleich gefällig werden könnte, ist Photon. Wenn die überholen sollte, dann lass ihn ziehen und häng die dran. Copy. Ich würde jetzt nicht unbedingt ihr S-Verballer vergraden. Bisschen weit rausgekommen eben. Mit du? Ja. Aber keine Verwarnung oder Verwarnung? Nee. Und drückst jetzt ein bisschen bis 70 runter. Aber gut, er wird halt eher. Der kriegt nichts. Lass ihn ziehen. Lass dich ran und häng dich ran. Und bleibt dahinter, die noch nicht überholen. Das Gute ist, Jelka ist aus dem Fenster erstmal raus. Nee, ist er nicht. Ja, du kriegst aber Windschatten hier. Jetzt bist du raus. Sehr gut.
Aber wieder bleibt dran, ganz normal, ganz entspannt. Legen dir zurecht quasi, fahr du die bessere Linie, bis du noch Exe kriegst. Und drücken. Immer rechts vorbei, immer rechts vorbei, genau. Eigentlich macht ihr sogar, fahrt ihr echt gut so zusammen, ja. Da ihr näher an Sasuke kommt und ihr setzt euch von Yelka ab. Tatsächlich, ich will überholen, wir lassen ziehen. Nicht kämpfen, das bringt nichts, kostet nur Zeit. Und ERS. Und Nerven. Und Nerven, alles. Und Schokolade. Ja, ja gut, Nummer. Ah, 10 Minuten. Ja. Regen 10 Minuten. Alrighty. Oh, dann zieh. Ihr müsst sie ziehen. Oh, 10 Minuten. Das sind 4, 5, 6 Runden. Ah, 6. Ich denke mal, Runde 21 könnte interessant werden. Ja, dann fängt es an zu regnen. Heißt ja nicht automatisch, dass die Strecke schon nass ist. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich relativ schnell passieren. Was will er von dir, so, Chef? Photon, du musst vorbeigehen. Schaffe ich nicht. Ja, lass ihn. Mach mal auf, was Jeff will. Will mal sehen. Was? Okay, mach Runde 16 behalten. Keine Ahnung. Aber wieder ignorier es einfach. Okay. Ignorier es. Weil du willst nicht an die Box. Aber das ist okay, Alter. Da wird aber immer noch strong Zeit, ne? Alle fahren sie noch, alle. Der Versuche werden noch ohne Ende. Kapo und Kniti haben jetzt Strafen. Ah, scheiße. Yep, Kapo, Kniti, Floro, Opta. MX Alien hat auch 3 Sekunden. Ist Yelka. Ist der ist in der Box? Jo, dann viel Spaß. Ja, damit ist er. Nicht mehr bei mir in der Kampfgruppe. Nein. Er wird irgendwo auch mit dem Mittelfeld landen, Zeit verlieren und er muss dann auf jeden Fall nochmal rein wegen Winters. Oder er gambelt darauf, dass nichts kommt. Naja, es wird was kommen. Hört sich rot, ja. Dude! Photon, Junge! Oh, das sieht dich. Er will die Box! Potter. Okay, weiter. Also, das war wirklich ganz schön knapp. Warum sich die ziehen lassen, ey? Wer eh in die Box will. Sasuke ist auch in der Box, oder was? Nee. Aber 3 Sekunden. Ist eine Box. Aber auch. Ihr müsst sie ziehen. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, vorne zu bleiben. Die anderen bleiben auch noch alle draußen. Wir müssen die vorderen. Weiß nicht, was Photon eben gemacht hat. Er war neben mir und auf einmal bremst der Uhr plötzlich ab. Der wollte die Box? Ja, ja, genau, deswegen ja. Aber das muss man sich doch vorher überlegen. Du kannst doch mitten in einem Fight doch alles abbrechen und sagen, oh ja, ich fahre mal eine Box. Also, ihr braucht euch, glaube ich, eure Reifen keine Sorgen machen. Also, von daher, die halten. Und wenn fahren wir auch erst in die letzte Runde rein, um sich die Soften zu krallen, falls es nicht regnen sollte. Ja, ihr könnt's aber gleich nochmal Mike fragen, nochmal nach Wetterbericht, ob da irgendwas Neues kommt. 10 bis 15 Minuten. Oh. Ja, es ist schwierig. Ich sag dir Bescheid, wenn die ersten vielleicht sogar reinfahren. Auch die ersten fahren rein, oder? Keine Ahnung. Ein Haas fährt rein. Ja, ja. Ja, Jan fährt rein. Was ist? Saas. Ja. Fahr noch. Okay, ich fahr weiter. Weil jetzt ist sowieso zu spät. Also, was das betrifft, wäre. Ist noch einer rein von denen? Nee, ne? Nur ein Haas. Und der Suko fährt rein. Oh, Alter, das Wetter ist gerade echt dumm. Kann durchaus sein, dass Luck ist und die trocken jetzt durchgehen. Oder Luck ist für die jetzt lange fahren. Ja.
Ich orientiere mich einfach an Bullet und an Hoppe. Wenn die beiden reinfahren, tue ich es auch. Ja, mach mal. Sind die ganz dummer nach deinem Jeff mal fragen nach Wetterbericht? Gleich auf der Geraden. Hunze? Jeff sagte some rain in 10 until 15 minutes. Das heißt, some rain klingt für mich nicht nach Inters. Dann geh rein, hol die Rot. Komm. Okay. Machen die, ja, die anderen gehen auch rein. Ja. Hoppe geht rein, ja. Ja, Hoppe geht rein. Bulle tut's nicht. So. Okay, here we go. Das war knapp, ey. Steht auf einmal da eine 60 und ich krieg kurz einen Herzklabaster. Ach, Klesi geht danach die Runde. Jawohl. Aber Hoppe. Hoppe Reiter fährt er noch? Ne, ist auch in der Box. Bullet fährt noch. Mann. Boah. Sander hat's aber eilig da. Ja. Ich seh's gerade, das ist ein bisschen am Stichel. So, genau, Jelka und Photon natürlich durch. Boah. Hast auch Glück mit der Linie, ne? Ich weiß. Photon hat Jelka ja auch noch bekommen. Bringt ja eh nichts, eh 3 Sekunden. Ich weiß. Aber egal. Und auch nochmal alles raus hier. Siebter! Wundervoll. Hat zwar einen Platz verloren. Scheiß drauf. Und alles raus. Okay. Jawoll. Oh, Alter. Piten. Geil. So, liebe Leute, da haben wir das Endresultat. Also, Hoppe gewinnt vor Thunder, Jan, Bullet, Sasuke, Jekka, Joa, meine Wenigkeit, Photon, Lucky und mein Team Knitty, Floro, Semuta, Spurko, Capo, McGill, Lebox, Heißenbrett, Lusper und Andion sowie Tibor gehen leider punktelos nach Hause. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.